Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, Sie heute Vormittag im Namen der Primafonds zu unserem Fondsmanager-Dialog in Kooperation mit der Greif Capital begrüßen zu dürfen. Ja, mein Name ist Andreas Schidlowski. Ich werde Sie als Moderator durch diese circa einstündig geplante Konferenz begleiten. Wie Sie es von uns gewohnt sind, erhalten Sie im Nachgang die Präsentationsunterlagen per E-Mail zugesendet. Sollten Sie während des Vortrags eine Frage haben, die Sie uns gerne stellen möchten, nutzen Sie dazu gerne das Chatfenster. Das finden Sie unten auf der Menüleiste als zweiten Punkt. Ja, wenn wir nach der Präsentation noch Zeit haben, gehen wir sehr gerne direkt auf die Fragen ein, ansonsten natürlich im Nachgang zu dieser Vorstellung. Ja, das Na Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Prima ja essentiell wichtig. Deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir zukünftig ja, in Sachen Nachhaltigkeit im Prima Kapitalaufbau Total Return etwas nachlegen können. Nachdem wir im August den Prima Global Challenges auf Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung umgestellt haben, planen wir mit der nächsten Prospektänderung in diesem Jahr noch auch Veränderungen eben für dieses Mandat. Sie erfahren natürlich sofort von uns, wenn wir das erfolgreich umgesetzt haben. Ja, aktuell befinden wir uns ja in einer sehr bewegten Börsenzeit. Steigende Zinsen, hohe Inflation und Rohstoffpreise, geopolitische Konflikte. Ja, sie verdeutlichen uns mal wieder recht stark, warum es sinnvoll ist, vermögensverwaltende Fondskonzepte als Basisinvestment einzusetzen. Das war sicherlich in den letzten Jahren schon mal häufiger eine Frage, die gestellt worden ist, inwieweit ja bei Einbahnstraßenbörsen solche Konzepte überhaupt noch sinnvoll sind. Genau jetzt können Sie aber Ihre Stärken ausspielen und flexibel auf die jeweilige Marktsituation reagieren. Und das ist auch Markus Kaiser im laufenden Kalenderjahr sehr, sehr gut gelungen. Wie der Name schon sagt, Fondsmanager-Dialog, da braucht man selbstredend auch einen Fondsmanager. Ich bin sehr froh, dass ich heute Morgen an dieser Stelle eben Markus Kaiser dazu begrüßen darf. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Portfolio-Manager und ist ja vielen als ausgewiesener ETF-Experte bereits bestens bekannt. Ja, Markus, genug meiner Worte. Du wirst jetzt in der Folge veranschaulichen, wie du die Börsenwelt aktuell so siehst und ja, vor allen Dingen, wie du das im Prima Kapitalaufbau Total Return aktuell so umsetzt. Markus, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Andreas, und auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Update zum Primafonds. Andreas hat es gesagt, bewegende Zeiten. Und schauen wir mal zurück. Unser letztes Update hatten wir Anfang Mai diesen Jahres. Da tobte der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine bereits. Die Sorge um die Energieversorgung in Europa nahm sukzessive an Fahrt auf. Ja, und die Inflationszahlen waren einfach eben bis heute nicht zu stoppen und stiegen auf neue Rekordstände. Also alles andere als ein ruhiges Börsenumfeld, was daraus zu erwarten war. Und so markierten wir schließlich dann auch Ende Juni, Anfang Juli Tiefs, die neuen Tiefs im Jahresverlauf. Dann kam so eine kleine Erholung im August. Man schöpfte schon wieder Hoffnung, dass alles doch nicht so schlimm kommt. Naja, und jetzt aktuell notieren wir wieder nicht besonders weit weg von den Jahrestiefständen. Schauen wir uns das Ganze mal an hier auf dem Bild. Dann ist das schon ernüchternd. DAX, Eurostoxx, S&P 500, alles zweistellig im Minus. Nochmal getoppt von den Technologiewerten im Nasdaq 100, der immerhin jetzt bereits schon ein Viertel seines Wertes verloren hat im laufenden Jahr. Auch China im Minus. Ja, und selbst die vermeintlich sicheren Häfen, Gold oder Bundesanleihen, auch deutlich im Minus. Und zu guter Letzt habe ich dann auch mal den Euro-Dollar hier aufgeführt. Das hat für den einen oder anderen, der natürlich in US-Fonds oder US-Werten investiert war,
natürlich diesen Rückschlag an den Börsen etwas gedämpft, weil der Dollar zugelegt hat, aber der Euro eben auch zweistellig im Minus und wir handeln aktuell, das macht das Umrechnen ja jetzt einfach auf der Parität, wir sind einfach 1:1, also mathematisch ist es einfacher geworden, aber es zeigt eben auch, dass hier ganz klar Dollarstärke zu sehen ist, was immer ein Indikator ist für oder in der Vergangenheit auch gewesen ist für doch etwas kritischere Börsenphasen. Naja, und ich habe mal den Haken dran gemacht an die Entwicklung des Primafonds. Wir sind hier aktuell so -2, -3%, um die wir pendeln. Und ich sage mal, die Investoren in dem Fonds haben sich in diesem Jahr eigentlich keine großartigen Sorgen machen müssen. Das ist alles noch sehr, sehr moderat. Und ich glaube, es ist eben jetzt genau auch wieder die Zeit gekommen, wo es darum geht, das Risikomanagement, was wir ja seit vielen Jahren immer wieder betonen, dass es einfach eben auch Teil einer Anlagestrategie sein muss, sein sollte, hier eben auch den Nachweis zu erbringen, dass es genau in solchen Situationen funktioniert und die Investoren da mit Sicherheit etwas ruhiger schlafen können, als wenn sie passiv hier in der einen oder anderen Anlageklasse investiert wären. Ja, doch wie ist die Stimmung nun bei den Marktteilnehmern aktuell? Auch dieses Börsenbarometer hatte ich beim letzten Mal schon dabei. Das ist dieser Fear and Gear Index oder das Barometer, das wird täglich bei CNN veröffentlicht und zeigt eigentlich sehr, sehr gut, wie die aktuelle Stimmung ist. Im Mai hatten wir da tatsächlich Tiefspunkte, wonach sich dann auch so ein bisschen wieder eine Erholung einstellte. Wenn man hier mal schaut, einen Monat zurück, dann war die Stimmung doch Mitte August eben sehr, sehr positiv. Naja, und das ist inzwischen doch wieder in sich zusammen gesunken, insbesondere der rapide Richtungswechsel der Notenbanken, die ja gar keine andere Wahl haben, als an der Zinsschraube zu drehen, um eben dieser steigenden Inflation Herr zu werden, hat hier doch zu Ernüchterung gesorgt und vor allem die deutlichen Worte von US-Notenbankchef Powell bei dem Notenbanktreffen Ende August in Jackson Hole, der hier nochmal betont hat, dass die Inflationsbekämpfung das oberste Ziel der US-Notenbank nun ist, auch auf Kosten der Wirtschaft. Das waren ganz, ganz klare Worte. Das verfehlte eben seine Wirkung nicht. Und das ist genau das, was wir jetzt an den Kapitalmärkten in den letzten Wochen gesehen haben, dass eben die Aktienmärkte daraufhin noch einmal eine Talfahrt begonnen haben. Ja, und das sehen wir eben auch hier am Momentum an den Märkten, beziehungsweise hier zunächst nochmal diese Entwicklung der Stimmung. Ja, wir hatten diesen Tiefpunkt im Mai, haben uns dann doch wieder ein bisschen erholt und eben zuletzt wieder deutlich abnehmende Stimmung. Aber wir sind eben auch noch nicht an den Tiefpunkten, wo man jetzt sagen könnte, da macht es antizyklisch Sinn, jetzt wieder richtig gut dagegen zu setzen. Also da ist noch ein bisschen Platz möglicherweise nach unten. Das Marktmomentum spricht die eindeutige Sprache, übergeordnet eben bereits seit Jahresbeginn ein Abwärtstrend. Und dann war hier dieser Lichtblick, als der S&P auch über seine Durchschnittslinie klettern konnte, Mitte August, ob sich das Ganze eben dann doch vielleicht nicht so dramatisch darstellt, die Wirtschaft robust genug ist, um hier wieder für steigende Notierungen zu sorgen. Naja, und wie gesagt, die Aussagen der Notenbank haben die Märkte dann doch nochmal auf Talfahrt gesetzt und vor dem Hintergrund, wir notieren unter den Durchschnittslinien, noch einmal bestätigt, das Marktmomentum ist negativ. Und wie das immer so ist, wenn das Marktmomentum dann negativ ist, naja, das Einzige, was dann steigt, das ist die Volatilität, ja, das Angstbarometer ja auch genannt. Und hier sieht man es auch schön, das ist eben genau gegenläufig. Wir waren genauso an dieser Grenze von 20% der Volatilität.
Man sagt, naja, wenn man da drunter ist, dann wird es wieder moderater, dann wird es stabiler an den Märkten. Und just da hat es gedreht. Jetzt befinden wir uns wieder deutlich über 25 in dem Volatilitätsindikator auf den S&P 500. Und das zeigt eben, dass wir nach wie vor eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite an den Märkten haben, die wir ja auch jetzt in den letzten Tagen wieder sehen konnten. Ja, ein weiterer Indikator dafür, dass die Investoren insgesamt auch vorsichtiger werden, lässt sich ablesen am Put-Call-Ratio. Das notiert nahe 1 und das zeigt, dass eben sehr, sehr viele Absicherungen auch im Markt sind. Das heißt, vornehmlich im Prinzip sehr, sehr vorsichtiges Agieren auf der Investorenseite und keine aggressiven Käufe auch eben über die Derivate aktuell getätigt werden. Ja, was ist nun die Schlussfolgerung des Ganzen? Ich bringe es mal auf den Punkt hier mit den Erdmännchen, die ja immer schön alle in alle Richtungen das Ganze beobachten, um bei Gefahr schnell in ihren Bau zu verschwinden. Ja, wachsam bleiben, das ist genau das, was es gilt für uns als Portfoliomanager in einer solchen Marktphase. Alle Anlageklassen im Blick behalten. Und selbst wenn Aktien eben im derzeitigen Krisenumfeld sehr, sehr schwankungsanfällig und risikoreich sind, bieten doch starke Kursrückgänge immer wieder auch Chancen. Und die darf man eben nicht aus den Augen verlieren. Im Zweifel ist es eben keine langfristige Positionierung, sondern sehr, sehr taktisch geprägt, dass man sich kurzfristig auch mal wieder in die ein oder andere Anlageklasse traut. Staatsanleihen, das haben wir gesagt, bei so stark steigenden Renditen definitiv kein sicherer Hafen mehr und spielen daher bei uns auch im Anlageuniversum eine untergeordnete Rolle. Ja, kommen wir zum Primakapitalaufbau, Total Return. Was bieten wir denn mit diesem Fonds? Nun, wir bieten eine globale Anlagestrategie. Das heißt, wir fokussieren uns nicht irgendwo auf ein Marktsegment, sondern haben die Möglichkeit, in alle Richtungen zu investieren. Das Ganze über einen regelbasierten Investmentprozess, den habe ich mehrfach schon vorgestellt, werde aber gleich auch noch mal auf das ein oder andere Besonderheit des Prozesses drauf eingehen. Unser Fokus ist, dass wir sagen, wir wollen die Vorteile von ETFs, das sind ja die Anlageinstrumente, die wir im Primafonds nutzen, mit einem aktiven Risikomanagement kombinieren, denn das bieten ETFs per se eben nicht. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren jetzt doch einen starken Boom bei ETFs gesehen. Viele Privatanleger sind auch auf diesen Zug aufgesprungen, sind mutig in ETFs gegangen, haben hier investiert. Ja, der ein oder andere wird vielleicht so langsam auch nervös. Von daher einfach auch mal eine Aufforderung an Sie. Der ein oder andere braucht vielleicht auch Hilfestellung mit seinen ETFs, die er sich da mal zusammengestellt hat und ist vielleicht dann doch auf einen Berater angewiesen zukünftig, wenn er feststellt, dass es nicht ganz so einfach ist, eben mit einem ETF-Portfolio zu steuern. Und vor dem Hintergrund sehen wir uns als eine leistungsfähige Antwort eben auf diesen boomenden ETF-Markt. Und der Andreas Schidlowski hat es eingangs gesagt, das Thema Nachhaltigkeit soll nicht zu kurz kommen. Vor dem Hintergrund haben wir uns eben auch diesem Thema gewidmet und sortieren zunächst mal ETFs aus, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, sodass wir in Summe letztlich eine einfache Investition in eine nachhaltige Zukunft darstellen können mit dem Primafonds. Wie funktioniert das Ganze? Nun, der Fokus grundsätzlich ist eine Partizipation an den Erträgen der Weltwirtschaft zu erreichen. Das ist, wer mich öfter gehört hat, schon sehr, sehr lange mein Ansatz, dass ich sage, ich orientiere mich nicht an der Marktkapitalisierung, die ja extrem stark durch die US-amerikanischen Märkte dominiert wird,
sondern orientiere mich bei der strategischen Allokation an der Wirtschaftsleistung weltweit. Das heißt, dass eben auch die Schwellenländer, die ja durch ihr Wirtschaftswachstum immer einen größeren Anteil auch an der weltweiten Wirtschaftsleistung erfahren, hier entsprechend stärker berücksichtigt werden. Und so kommt man zu einer ausgewogeneren Struktur zwischen Industrie und Schwellenländer. Ich glaube, das ist langfristig, da bin ich überzeugt von, ist es der richtige Ansatz, um so ein Weltportfolio auch darzustellen. Entscheidend dabei immer diese Risikostreuung eben über die unterschiedlichen Anlagemärkte. Die ganze Umsetzung erfolgt dann eben über ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und per se ja schon mal über die Indizes, die sie abbilden, eine breite Diversifizierung als Instrument bereits bieten. Also Diversifizierung natürlich auch eine wesentliche Grundlage, wenn es um das Thema Vermögensverwaltung geht. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das Rebalancing, einfach eine Technik, die regelmäßig dazugehört. Das ist nicht einmal die Woche, sondern das ist dann, wenn tatsächlich stärkere Marktentwicklungen dazu führen, dass das Portfolio etwas aus der Balance gerät, dann wird das immer wieder auf seine Ursprungsquoten zurückgefahren. Das ist eben auch ein Teil des Risikomanagements, was wir hier betreiben. Ja, und die Risikobegrenzung fett markiert, weil die natürlich gerade auch in der aktuellen Marktsituation eine wesentliche Bedeutung hat. Schauen wir mal auf die ETF-Auswahl. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, was sich da so aktuell bei uns auch im Portfolio befindet. So haben wir beispielsweise statt dem klassischen MSCI World ETF einen ETF, der den Faktor Minimum Volatility als Auswahlkriterium beinhaltet und darüber hinaus in seiner Vorauswahl eben auch einen ESG-Filter hat. Also es werden zunächst einmal die Werte ausgeschlossen aus kontroversen Geschäftsfeldern. Also ich reduziere quasi mein Anlageuniversum über diesen ESG-Filter. Und dann im zweiten Schritt geht es eben nicht in der Gewichtung nach der Marktkapitalisierung, sondern tatsächlich danach, die Werte heraus zu selektieren, die eine möglichst geringe Schwankungsbreite aufweisen. Und das bringt dann in der Folge logischerweise natürlich auch für den gesamten ETF eine geringere Schwankungsbreite als der breite Markt über den MSCI World dargestellt. Und man sieht sehr schön in der Entwicklung hier in den Abschwüngen, während der MSCI World da deutlich ins Minus gegangen ist, fielen die Rückschläge bei dem Minimum Volatility ETF deutlich geringer aus. Also es geht einfach darum, eben auch diese Drawdowns darüber zu reduzieren. Ja, wenn man mal so gegenüberstellt, was sind eigentlich die Unterschiede jetzt in der Gewichtung auch eines Minimum Volatility ETFs und des MSCI World, dann zeigt sich das über die Branchen sehr, sehr deutlich. Während der MSCI World eben sehr, sehr stark Technologietitel enthält, sind diese im Minimum Volatility ETF geringer gewichtet. Auch zyklische Konsumgüter im MSCI World mit 11% gewichtet, Minimum Volatility lediglich mit 4%. Und das ganze Bild dreht sich dann quasi um, wenn man eher auf die defensiveren Branchen schaut. Das Gesundheitswesen mit 18% gegenüber 13% im Minimum Volatility höher gewichtet. Basiskonsumwerte, also ganz klassische Lebensmittel, Nahrungsmittelhersteller etc. Das, was man eben immer braucht, hier deutlich höher gewichtet mit 14% gegenüber 8%. Ja, und letztlich natürlich auch die Versorger und Telekommunikation mit 20% gegenüber 10%. Und über diese etwas defensivere Branchengewichtung
erzielt sich, lassen sich eben dann genau in einer solchen Marktsituation auch die Ergebnisse erzielen. Ein weiteres Beispiel, ähnlich defensiver Verlauf, zeigt sich auch bei einem auf Infrastruktur ausgerichteten globalen ETF, den ich jetzt auch mal gegenübergestellt habe zum MSCI World. Wir haben diesen ETF im Verlauf des ersten Quartals diesen Jahres neu ins Portfolio aufgenommen, seitdem stetig dabei. Und auch hier werden über die vorgeschalteten ESG-Kriterien zunächst einmal 100 Aktien zusammengeführt, die dann eben speziell an diesem langfristigen Wachstumstrend bei Infrastrukturen teilhaben, davon profitieren. Also dabei geht es eben um auch um Versorger natürlich im Wesentlichen, Wasser, Bauwerte und so weiter und so fort, wo es eben um den Aufbau auch von Infrastruktur und die Erhaltung von Infrastruktur geht. Man sieht auch hier im Verlauf eben ein deutlich defensiveres Verhalten in solchen Abschwungphasen. Ja, und zu guter Letzt noch das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von erneuerbaren Energien. Clean Energy habe ich mal gegenübergestellt dem Nasdaq 100. Clean Energy natürlich auch zu großen Teilen quasi Technologiewerte, die aber eben speziell in diesem Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung aktiv sind. Ja, und vor dem Hintergrund der starken Preissteigerungen, die wir bei den fossilen Brennstoffen Öl und Gas gesehen haben, gewinnt natürlich dieser Umbau der Energiewirtschaft immer mehr an Bedeutung, und so haben eben diese Werte den Nasdaq 100 deutlichst outperformen können im Jahresverlauf. Wir haben hier unsere Position, das haben wir wirklich, muss ich sagen, rückblickend echt gut getroffen, tatsächlich quasi mit Kriegsausbruch Ende Februar sehen hier den starken Anstieg, den wir natürlich auch bei Öl- und Gaswerten gesehen haben. Ich komme gleich noch drauf. Haben wir hier seinerzeit investiert, nachdem eben das Marktsegment, und der Chart fängt hier Anfang des Jahres an, wenn das noch etwas weiter fortführt, dann war auch das vierte Quartal 2021 beileibe keins für nachhaltige Energieerzeugung. Also die Werte hatten einiges an Wert verloren, und es war ein antizyklisches Kaufsignal, was wir zunächst bekommen haben im Februar. Hier Positionen aufgebaut und halten das bis dato auch weiter im Portfolio. Ja, ich habe jetzt diesen Clean Energy tatsächlich dann auch nochmal gegenübergestellt den klassischen Öl- und Gasproduzenten, die Riesenprofiteure natürlich von den starken Preissteigerungen, die wir bei den fossilen Brennstoffen jetzt gesehen haben. Und ja, ich finde unterm Strich eigentlich erstaunlich, dass man eben mit Clean Energy doch fast das gleiche Ergebnis hier erzielen konnte. In gewisser Weise sogar mit etwas geringerer Volatilität. Zwischenzeitlich gab es nämlich hier doch deutlichen Rückschlag auch bei den Öl- und Gaswerten, die zuletzt aber wieder natürlich zulegen konnten. Aber es zeigt einfach, es ist eine Alternative. Natürlich, die Öl- und Gasproduzenten schreiben extreme Gewinne. Die Investitionen aber in die Zukunft, und wir wollen ja für die Zukunft investieren, die fließen eben genau in die Unternehmen, die Teil der Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien sind. Und vor dem Hintergrund ist dieses Thema oder diese Anlagemöglichkeit für uns auch sehr, sehr interessant. Der ETF ist über 100 Titel auch sehr, sehr gut breit diversifiziert. Da finden sich Themen wie Wasserstoff, Solar und so weiter, Windkraft, Betreiber oder eben auch Zulieferer über IT-Werte etc. findet sich da alles wieder, ganz gut diversifiziert das Portfolio. Ja, kommen wir im zweiten Teil zur Risikobegrenzung. Hier mal aufgezeigt im Prinzip die Grundidee der Handelssignale, wie wir sie bei uns umsetzen, und das nicht immer über den direkten Verkauf von einzelnen ETFs, sondern wir nutzen dafür
gerade auch in so hochvolatilen Zeiten vornehmlich auch Derivate, also Futures, um entsprechende Absicherungen vorzunehmen, weil wir hier sehr, sehr effizient mit geringen Handelsmargen und sehr, sehr schnell eben auch Teile des Portfolios absichern können. Aber natürlich auch immer mal wieder der ein oder andere ETF, der zum Austausch kommt. Ja, grundsätzlich helfen natürlich die Diversifikation bei den ETFs schon das Risiko zu begrenzen. Der wesentliche Faktor aber tatsächlich steht in dieser Steuerung der Investitionsquote. Und wie gehen wir da vor? Ich habe das mal an vier Schritten hier versucht, schematisch darzustellen. Wenn wir einen klaren Abwärtstrend haben, also klar prozyklische Verkaufssignale, dann wird entsprechend eben werden die Positionen reduziert oder eben abgesichert bis zu einem gewissen Punkt, wo die Märkte möglicherweise übertreiben. Und das gibt es ja immer wieder auch. Wir haben das während der Corona-Pandemie auch so schön erfahren können. Die Märkte sind abgestürzt. Man hat gedacht, um Gottes Willen, da gibt es gar keinen Boden mehr. Ja, und dann war es eben völlig überzogen am Ende des Tages. Eine Riesenmöglichkeit, hier günstig einzukaufen. Und dann muss man bereit sein, auch mal antizyklisch zu agieren. Die Märkte also stark überverkauft sind. Dann werden bei uns erste Kaufsignale ausgelöst. Das heißt nicht, dass wir bis zu 100% ins Portfolio investieren. Hier tatsächlich haben wir das Limit bei 50% gesetzt. Das war früher mal im Ansatz etwas weniger. Wir haben aber aufgrund der Erfahrungen auch in den letzten 10, 15 Jahren diesen Ansatz erweitert und nehmen inzwischen bis zu 50% der Zielpositionsgrößen bereits bei der Antizyklik, wenn eben diese Extrempunkte erreicht sind. Das Ganze bestätigt sich letztlich dann, wenn es zu einer Trendwende kommt, dass wir irgendwann dann auch einen stabilen Aufwärtstrend haben und dann kommen die prozyklischen Kaufsignale dazu. Das heißt, dann würde das Portfolio in die Vollinvestition gehen. Ja, bis dann so, sage ich mal, diese Überreizung stattgefunden hat. Und das haben wir beispielsweise eben Ende letzten Jahres auch erlebt, insbesondere bei Technologiewerten, die ja überhaupt gar kein Ende mehr gefunden haben, diese ganze Euphorie. Hat die Märkte doch extrem in einen überkauften Zustand gebracht. Und dann galt es eben entsprechend hier zu verkaufen, also Teile des Portfolios zu verkaufen, auch da maximal 50% über die antizyklischen Signale. Aber schauen wir uns das hier vielleicht nochmal in der Praxis anhand eines Charts an. Wie sieht das Ganze aus? In der Kombination, das Ganze wird gesteuert über Risikobänder, also wir berechnen auf den jeweiligen Index die gleitenden Durchschnitte, unter anderem eben die 200-Tage-Linie und auf diese 200-Tage-Linie werden Abstände definiert, weil man muss natürlich je nachdem, in welcher Anlageklasse man sich bewegt, einem solchen Markt auch immer etwas Luft zum Atmen geben, aber eben diese Extrempunkte auch ausmachen können. Und das ist bei jedem Markt irgendwo ein bisschen unterschiedlich. Deswegen sind diese Abstände auch unterschiedlich definiert. Aber von der Systematik ist es überall gleich. Das heißt, wenn ich in diese oberen Risikobänder berühre, dann gehe ich in den antizyklischen Verkauf, gehe ich tatsächlich durch die Durchschnittslinien plus noch einen Puffer, dann bin ich klar in einem Bärmarkt ab dem prozyklischen Verkauf bis eben zu dem Zeitpunkt, wo der Markt nach unten übertrieben hat und sich Chancen bieten für antizyklische Käufe, die sich idealerweise dann in der Folge auch prozyklisch in einer Trendwende widerspiegeln, sodass das Portfolio dann wieder voll investiert wird. Soweit die Theorie. Schauen wir mal in den ein oder anderen Index, ETF-Markt dazu. Und ich habe mal angefangen hier mit dem MSCI World, SRI. SRI, also deutet schon darauf hin, hier sind auch Nachhaltigkeitskriterien hinterlegt. Das ist ja nicht der klassische MSCI World, sondern
der auf die Nachhaltigkeitskriterien fokussierte, angepasste MSCI World Index. Ja, während wir in einer solchen Aufwärtsphase hier 2020, 2021 sehr, sehr stabile Trends mit vollen Investitionsquoten hatten, hat sich das Bild doch in den letzten Monaten dann etwas gewandelt und man sieht schon, hier wird es eben aktiver. Zunächst antizyklisch reduziert, als diese Phase der Übertreibung sich einstellte. Dann kamen prozyklische Verkaufssignale komplett aus dem Markt oder war eben entsprechend abgesichert. Dann zu starke Rückgänge beziehungsweise Markterholung, wieder Einstieg in den Markt, nochmal wieder ein Verkaufssignal, antizyklischer Aufbau. Im August zuletzt tatsächlich auch die Quoten nach oben gefahren bis Mitte des Monats und dann aber eben erneut wieder Verkaufssignale, sodass wir aktuell eben auf diese Position auch entsprechend abgesichert sind. Ja, also Sie sehen, das ist schon ganz wichtig, dass man hier eben auch seinen Regeln folgt, um letztlich genau solche starken Drawdowns hier, wie man es sieht, 2020 eben abzufedern oder auch hier im laufenden Jahr, wo das da ganz gut gelungen ist. Ja, schauen wir nach Europa. Da ist etwas klarer das Bild. Wir haben das prozyklische Verkaufssignal gehabt und seitdem sind wir eigentlich kontinuierlich für die europäischen Märkte gesichert. Hier reichte es auf der einen Seite prozyklisch nicht, zwischenzeitlich mal ein Kaufsignal zu produzieren. Gleichzeitig fehlt aber nach wie vor irgendwo auch dieser finale Sell-off, um tatsächlich eben in die antizyklischen Kaufsignale zu kommen. Und von daher etwas stetiger das Signal, dass Europa momentan auch nicht unbedingt investitionsmäßig the place to be ist. Bei den Schwellenländern eigentlich ein ähnliches Bild, wobei die ja schon etwas länger schwächelten und tatsächlich so stark schwächelten, dass es zwischenzeitlich zu einem antizyklischen Kaufsignal kam. Sie sehen hier einen Investitionsgrad für die Schwellenländer von 25%. Also ist das erste antizyklische Kaufsignal, was ausgelöst wurde, ist schon eine Zeit lang her. Seitdem ist auch nicht wahnsinnig viel passiert. Man sieht es an der Equity Line, die ist schwankt seitwärts. Der Markt kriegt aber auch nicht wirklich den Trendwechsel bis dato nach oben hin, vor dem Hintergrund Schwellenländer zwar im Portfolio enthalten, aber deutlich untergewichtet gegenüber ihrer strategischen Zielquote. Ja, und ein wesentlicher Faktor bei den Schwellenländern ist natürlich China, die auch quasi ihren Beitrag geleistet haben dazu, dass Schwellenländer insgesamt sich doch sehr enttäuschend auch über das letzte Jahr schon entwickelt hatten. Vielfältige Gründe, die da eine Rolle spielen. Natürlich nach wie vor das Thema Corona-Pandemie, Lieferketten-Thematik. Sie kennen das, was auf China lastet, aber eben auch die wirtschaftlichen Beziehungen und inzwischen eben auch die politischen Beziehungen zu den USA, die sich doch zuletzt auch wieder verschärft haben. Und vor dem Hintergrund, es ist ja meistens so, immer dann, wenn Krise ist, wo fließt das Geld zunächst ab? Erst einmal aus den Schwellenländern. Und genau das sehen wir hier auch. Nach so einem zwischenzeitlichen Erholungsversuch, wo wir durchaus auch nochmal investiert waren, stellte sich dann eben wieder ein Verkaufssignal ein. Und vor dem Hintergrund sind wir direkt in einem China-ETF momentan nicht investiert. Wo wir allerdings eine Position haben, das ist bei Internet- und E-Commerce-Aktien der Schwellenländer, wo natürlich auch chinesische Titel einen Anteil haben, die ja extreme Kursrückgänge zu verzeichnen hatten. Eine Tencent, eine Alibaba, Sie werden diese Werte möglicherweise auch mal verfolgt haben, weit über 60% an Kursrückgang über diesen ETF bzw. Index,
auf diese Titel, also auch breit diversifiziert in diesem Feld. Und hier haben wir in diesem Jahr antizyklische Kaufsignale bis zu 50%, also beide Kriterien erfüllt. Klar, bei einem Kursrückgang von über 60% hat man extreme Abstände zu den gleitenden Durchschnitten. Ja, riesig was gerissen hat das Investment, muss man also auch offen sagen, bis dato nicht. Aber gegenüber dem Markttrend, wenn ich mir europäische Aktien anschaue, dann hat es eben hier tatsächlich auch performt. Und das sind dann eben Positionen, die wir da auch im Portfolio weiterhin halten und darüber quasi unser Schwellenländer-Exposure momentan steuern. Ja, kommen wir zur Asset Allocation, so langsam ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass wir auch noch Platz für Ihre Fragen haben. Wie sind wir jetzt aktuell aufgestellt? Also wir haben 70% in Aktien-ETFs investiert, 15% in Anleihen-ETFs und 15% in der Liquidität in der Kasse aktuell. Betrachtet man das Ganze inklusive der Absicherung, ich habe ja gesagt, gerade in solchen Phasen, wo wir hohe Volatilität haben, werden bevorzugt Derivate eingesetzt für die Risikosteuerung im Portfolio. Dann zeigt sich, dass die tatsächliche Aktienquote momentan bei 22% liegt. 48% der Aktienbestände sind abgesichert, 15% Anleihen. Das sind im Wesentlichen kurzlaufende europäische Unternehmensanleihen. Ja, Staatsanleihen, sagte ich eingangs, spielen da keine Rolle. Und ein Green Bond ETF, der eben Investitionen auch in diesen grünen Umbau entsprechend finanziert, ist hier allokiert und 15% in der Kasse. Die Aktienquote im Zeitverlauf, wir sind tatsächlich jetzt so auf Monatsendbasis gesehen, wobei der September ja noch nicht vorbei ist, aber jetzt aktuell, sprich Stand letzter Woche, mit einer Quote von 22% in der Aktienquote auf unserem Tiefstand im Jahr, waren wir zwischenzeitlich sicherlich auch in verschiedenen anderen Monaten. Hier sind jeweils immer nur die Endstände aufgezeigt. Deswegen auch der August. Da sind wir mit 25% Aktienquote aus dem Monat gegangen, waren zwischenzeitlich im August aber über 50% investiert, als eben in der ersten Monatshälfte die Märkte sich doch sehr, sehr positiv entwickelten und die Zeichen auf Erholung standen. Insgesamt, wenn man sich das Bild anschaut, von 2021 auf 2022 sieht man hier schon einen klaren Bruch, und zwar eben bereits zu Jahresbeginn, wo wir reduziert hatten, also noch vor Kriegsausbruch, mit deutlich reduzierter Aktienquote im Verlauf des Jahres. Ja, und zu guter Letzt noch der Blick eben auf die Regionen. Hier zusammengefasst jetzt Anleihen und Aktien. Da sind wir aktuell eben bei 70% der Industrieländer, 15% Schwellenländer und 15% Kasse und verändert. Investiert mit etwas über 30% jeweils Europa und Nordamerika, was hier die stärksten Blöcke ausmachen. Aber wie gesagt, ein Großteil der Aktienbestände hier eben dann auch abgesichert über Eurostox, über S&P 500 Future, die da sehr liquide Instrumente sind, um kurzfristig das Risiko zu steuern. Blick auf das Gesamtportfolio will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie das jederzeit natürlich auch anfragen, wie wir da positioniert sind. Kein großes Geheimnis. Man sieht, wir haben eine gute Diversifikation jeweils in den ETFs, die eine Vielzahl von Titeln abbilden, von den Gebührenstrukturen weitgehend günstige ETFs sind und momentan das gesamte Portfolio ausschließlich mit ETFs, die ihren Index auch physisch abbilden. Das ist so eine
Eigenschaft. Das ist nicht grundsätzlich, dass wir sagen, wir müssen physische ETFs selektieren, aber gerade im Zusammenhang auch mit den ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, sehen wir doch einen klaren Trend, dass es hingeht eben auch zu physisch abgebildeten ETFs. Ja, und die Absicherung über den Verkauf von Index Future hatte ich angesprochen. Als letzter Punkt, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, noch kurz ein Blick auf das ESG-Fundrating. Der Andreas Schildowski hat es angesprochen. Wir sind ja bemüht, den Fonds eben dann auch auf diesen 8-Plus-Status anzuheben. Das sieht, glaube ich, alles ganz gut aus. Und wir haben im Portfolio-Management längst unsere Hausaufgaben gemacht, wie man hier deutlich sieht. Ich glaube, wir haben teilweise ein durchaus besseres Rating als der ein oder andere 8-Plus-Fonds, der heute auf dem Markt ist, mit einem AAA-Rating bei MSCI, brauchen wir uns da also aktuell absolut nicht verstecken. Und ähnlich sieht es aus bei Morningstar. Hier die 5 Globen zeigen auch deutlich, dass wir entsprechend ein hohes Sustainability-Rating haben und uns insgesamt auch deutlich besser positioniert haben als der Durchschnitt der globalen Kategorie. Also wir haben da unsere Hausaufgaben auf jeden Fall schon gemacht und werden das auch in Zukunft entsprechend weiter verfolgen. Die Fonddetails hier nochmal kurz im Überblick. Von der Anteilsklasse R, das ist eine ausschüttende Variante, wobei wir ganz offen sagen müssen, vor dem Hintergrund weniger Zinserträge in den letzten Jahren, haben wir nicht den größten Wert auf die Ausschüttung gelegt, aber wenn sich es mal wieder anbietet, dann werden wir auch entsprechend natürlich hier die Ausschüttung anstreben. Ja, was bietet abschließend der Prima Capital Aufbau Total Return Ihnen und Ihren Kunden, Anlegern? Er bietet eine Partizipation an der Weltwirtschaft über das weltweit breit gestreute Portfolio. Es kommen zum Einsatz kostengünstige ETFs, die natürlich auch über ihre Konstruktion allein schon die Kostengünstigkeit zu einer Steigerung der Rendite beitragen und vor allem ihnen auch die Möglichkeit geben, das Thema ETF bei ihren Kunden zu spielen, ohne auf ihre Verdienstmöglichkeiten im Rahmen des Prima-Fonds verzichten zu müssen. Ich denke, ein wesentliches Argument auch auf dieser Seite. Das Portfolio Management, ja, seit über 20 Jahren bin ich aktiv in diesem Bereich, unterstützt von Andreas Kraus, mit dem ich seit mehr als 10, 15 Jahren inzwischen schon zusammenarbeite, also hier auch eingespielt, das Ganze. Nachhaltigkeit und Risikobegrenzung, das sind genau die Themen, auf die es heute ankommt. Und das Ganze ist bei uns eben basiert auf einer regelbasierten Anlagestrategie, die es auch möglich machen sollte, Ergebnisse zu wiederholen. Und das hat auch der Blick in die Vergangenheit gezeigt. Gerade solche Jahre wie Finanzkrise 2008 waren für meine Anlagestrategien doch sehr, sehr erfolgreiche Jahre, wo wir immer wieder auch für die Anleger punkten konnten. Ja, wenn all das eben in der Kombination eingehalten wird, dann ist das die beste Voraussetzung, um letztlich die Renditeziele zu erreichen der langfristigen Vermögenssteigerung, also genau das, was Ihre Kunden anstreben, ohne zwischenzeitlich zu viel Angst haben zu müssen, um Gottes Willen, was geht da schief, müssen wir irgendwo was anpassen. Das ist einfach das Basisinvestment dieser Kapitalaufbau, Total Return, der in keinem Portfolio, und das mein Schlusswort, fehlen sollte. Auch bei mir ist er drin. Ja, also ich bin auf jeden Fall im Boot und ich hätte da noch ein paar Plätze frei. Fühlen Sie sich eingeladen, gerne mit ins Boot zu kommen. Andreas, haben wir Fragen? Ja, es gibt gerade einiges, was in das Chatfenster reintrudelt. Bin sehr bemüht, das sukzessive abzuarbeiten. Die erste Frage, die kam, war bei Folie 16 schon betreffend der Handelssignale. Wo stehen wir denn da aktuell? Ich denke, dass das eigentlich in der Folge dann relativ gut erklärt worden ist. Oder siehst du das anders, Markus?
Ja, nein, also wie gesagt, übergeordnet sind im Wesentlichen die Abwärtstrends intakt. Es fehlt, gerade für Europa, habe ich es gesagt, im Prinzip noch so dieser finale Ausverkauf, dass wir dann antizyklisch mal eben entsprechende Signale auch bekommen. Von daher Vorsicht angebracht, aber eben diese Wachsamkeit. Wenn eben genau dieser Moment kommt, dass die Verzweiflung, die Angst im Markt zu groß ist, dann eben bereit zu sein, auch mal dagegen zu halten, antizyklisch zu investieren, das eben ein ganz wesentlicher Baustein auch in unserer Strategie, dann mutig sein, wenn die anderen ängstlich sind, aber eben nicht den Helden spielen und zu früh dabei zu sein. Ja, ich hatte das jetzt auch so wahrgenommen, dass ihr eher noch skeptisch seid, was Europa im Moment angeht. Hatte dann aber bei den Portfoliopositionen gesehen, MSCI Europe mit knapp 10%, einer der größten Titel. Das heißt, ihr seid ja jetzt im Moment abgesichert oder Genau, ja, also ja. der ist komplett abgesichert. Wir haben ja bei dem Fonds insgesamt, das ist vielleicht auch wichtig, habe ich gar nicht erwähnt, der ist ja als Aktienfonds quasi klassifiziert. Das heißt, wir haben in der Grundportfoliostruktur immer über 50% Aktien-ETFs im Portfolio, was diese Teilfreistellung, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, steuerliche auch betrachtet, mit sich bringt. Und steuern das Ganze dann eben entsprechend über die Futures, sodass Europa momentan eben hier komplett abgesichert ist. Okay. Ja, die nächste Frage betraf die Dividendenerträge. Da war die Frage, ja, wie hoch ist denn der Anteil der Dividendenerträge bei den Ausschüttungen überhaupt? Kannst du das Ja, beziffern? das hängt natürlich immer davon ab, inwieweit wie weit das Portfolio dann auf ausschüttende ETFs ausgerichtet ist. Das ist nicht unsere erste Prio, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es sich anbietet, dann gar keine Frage, nimmt man auch mal einen ausschüttenden ETF. Aber es ist jetzt nicht wesentlicher Bestandteil der Strategie. Wie gesagt, in der Vergangenheit war es natürlich oft so, dass du auch auf der Zinsseite dann entsprechend das ein oder andere generieren konntest. Aber ich glaube, es macht am Ende des Tages auch nur dann Sinn, eine Ausschüttung vorzunehmen, wenn eben auch tatsächlich positive Erträge erwirtschaftet werden insgesamt, weil auch dann ja letztlich eben im Zweifel eben auch Steuern für den Anleger anfallen. Dann die Frage nach der Gewichtung in Lateinamerika, einer der Gewinner 2022. Was sagt das System da im Moment? Ja, befindet sich natürlich auch im Teil der Schwellenländer. Ja, ein überschaubarer Anteil, muss man in der Tat sagen. Lateinamerika ist ja immer der große Rohstoffgewinner, vor allen Dingen Brasilien hier auch als Rohstofflieferant. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen zweischneidiges Schwert mit dem ganzen Thema auch der Nachhaltigkeit. Inwieweit eben gerade dann eben in den Schwellenländern auch diese Kriterien erfüllt werden. Es ist ein Teil dessen, aber was uns in der Tat derzeit nicht zur Verfügung steht, ist ein reiner ETF auf die lateinamerikanischen Schwellenländer, der wiederum auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Also das ist so dann vielleicht nochmal ein Wunsch an die ETF-Anbieter. In der Tat waren aber auch gerade die Märkte Lateinamerikas in den letzten Jahren nicht unbedingt auf Investorenseite so gefragt. Ja, nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie sieht man die Entwicklung in Indien, gerade mit Hinblick auf billige Energie aus Russland? Ja, Indien insgesamt natürlich ein Wachstumsmarkt, gar keine Frage, hat ja auch entsprechend in den asiatischen Schwellenländern seine Gewichtung. Auch in dieser Hinsicht immer wieder auch zu Teilen dann über die Instrumente allokiert, nicht in einem direkten Investment, in einem Indien-ETF, meistens über die regionalen Produkte, die wir hier auswählen, weil wir immer auch auf die Diversifikation eben achten, um möglichst viele Länder und Regionen berücksichtigen zu können.
Ja, das Portfolio, man hat es gesehen, wir haben 18 ETFs momentan. Ich finde, das ist eine ganz gute Mischung. Wir wollen aber auch nicht 50 ETFs, weil das wird völlig unübersichtlich Ende des Tages und bringt natürlich auch viele Handelskosten mit sich, wenn man dann kleine Positionen fährt. Von daher, Indien gehört dazu. Dass das Thema billige Energie aus Russland, ja, das ist natürlich mehr ein politisches Thema, hat jetzt weniger mit unseren Trends zu tun. Wir haben ja gesehen, wo es bei uns hingeführt hat. Es hat unsere Wirtschaft eine Zeit lang gut befeuert und jetzt stehen wir vor einem Riesendilemma, dass wir Abhängigkeiten haben. Vor dem Hintergrund sei Indien möglichst angeraten, sich nicht so abhängig zu machen. Vom gleichen Teilnehmer noch eine letzte Frage zum Thema Südkorea. Wann überholen die Japaner? Ich dachte, das hätten die schon längst getan. Wenn ich mir die Autobahnen so anschaue, dann sehe ich inzwischen mehr Koreaner hier rumfahren als Japaner. Nein, Spaß beiseite. Korea ist natürlich, ist ja ewig auch schon diese Diskussion, ist das eigentlich noch ein Schwellenland? Weil es eigentlich viel stärker geprägt ist als Industrienation. Aber irgendwo muss man auch hier Kriterien definieren und die Branche orientiert sich eben an der Klassifizierung nach MSCI, die ja diese wichtigen Branchenbarometer auch bestücken. Und nach MSCI-Klassifizierung ist Südkorea nach wie vor ein Schwellenland, großes Wachstum. Samsung als Beispiel nur genannt. Ja, ob sie die Japaner überholen, das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Wichtig ist, wenn wir in diesen Regionen, sei es Japan, die momentan auch wieder gar nicht so schlecht aussehen, also etwas stabiler auch zuletzt sich gezeigt haben, wenn sie sich hier gut entwickeln, entsprechende Trendsignale generieren, dann können sie gerne die Japaner auch überholen, wenn wir investiert sind. Okay, dann gibt es noch eine letzte Frage, die ist mehr so auf das handwerkliche Setup des Fonds abzielend. Können auch aktiv gemanagte Zielfonds eingesetzt werden? Grundsätzlich ja, natürlich. Also wir haben uns insoweit zu ETFs committed, dass wir gesagt haben, wir investieren überwiegend in ETFs. Gibt immer die Möglichkeit, auch mal auf einen aktiv gemanagten Fonds zurückzugreifen. Ich muss aber ganz offen gestehen, in den letzten Jahren habe ich wenig darauf zurückgegriffen. Weil einfach die ETF-Welt so viele Bausteine zur Verfügung stellt. Ja, wir haben mehr als 1500 ETFs, die in Europa zugelassen sind. Wir haben starke Wachstumszahlen. Die Branche ist sehr, sehr schnell, auch Trends zu antizipieren, dass wir die entsprechenden Instrumente zur richtigen Zeit zur Verfügung haben. Vor dem Hintergrund liegt der Fokus ganz klar hier. Ich möchte das aber nicht ausschließen. Ja, beispielsweise was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wenn man tatsächlich mal wieder auch im Geldmarkt vielleicht wieder auch eine Verzinsung bekommt, da tut sich der ETF-Markt nämlich momentan schwer, die Kriterien zu erfüllen. Und dann könnte das beispielsweise eine Alternative sein. Aber wie gesagt, Fokus ganz klar auf die ETFs. Da wollen wir die Lösung sein. Eben für Berater, für Anleger hier ein gemanagtes ETF-Portfolio zu bekommen. Sehr gut. Ja, vielen Dank erstmal, Markus, an der Stelle. Jetzt brauche ich noch zweimal deine Hilfe, nämlich einmal weiterklicken, bitte. Ja. Genau. Also wir als Ansprechpartner bei der Prima, mein Kollege Jan-Peter Schott und meine Koordinaten und auch hier die Koordinaten von Markus Kaiser. Wenn Wünsche, Fragen, Anregungen sind, kommen Sie gerne auf uns zu. Außer zu den Kernschlafzeiten antworten wir auch relativ schnell. Dann noch einmal deine Hilfe, bitte. Ja, unsere nächsten Termine noch kurz im Überblick. Wer uns persönlich treffen möchte, hat nächste Woche die Chance dazu in Bonn. Auf dem Sustainability-Kongress sind wir mit Stand vertreten. Findet statt im Camea Grand Hotel. Wer Lust und Zeit hat, kommen Sie gerne vorbei. Darüber hinaus hat Kollege Schott noch eine Präsentation am 30.09. um 11 Uhr. Der nächste Fondsmanager-Dialog, langsam mit Dr. Henrik Leber, ist dann am 11.10. um 11 Uhr.
und der Fondsmanager-Dialog mit der Shareholder Value dann am 18.10. um 11 Uhr. Jeweils die Anmelde-Links dann in den Unterlagen, die Sie zugeschickt bekommen. Das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank nochmal, Markus, für den tiefen Einblick in den aktuellen Status quo. Freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche allen bis dahin gute Geschäfte. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und vielen Dank für die Teilnahme. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und eine gute Zeit. Bis dahin.